Wait, Gronk, there's a surprise for you. What? Okay, warte. Wir machen nächsten Freitag wieder. Wollen wir machen? Nächsten Freitag weitermachen? Sonst 6 Uhr morgens, wird auch langsam zu spät. Versprochen? Versprochen. Wir machen nächsten Freitag weiter. Ja, 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 ja. Ach ja. Warte mal, was? Wait, Gronk, there's a surprise for you. What? A surprise? I'm a dev, trust me. Goo, 5 more minutes. A surprise? A surprise? Go to the right, talk to the tall man. This one? The tall man! Him, yes! Okay, okay, okay. Okay, warte. Okay, okay. So this very, very old man with a long, long beard, yes? Is this what you're saying? Shit. Oh, oops. Ooh. Hello there. It's me, Gronk. I'm very, very old. Yeah, that's... that's... Oh, God. Oh, thanks so much. Why? That's very sweet, I guess. Oh. To base his character after you, since you've helped so much with our demo. What? Because of you, we were able to spread the word. What? Oh, that's so sweet. I didn't do anything. I just played it. I didn't do anything. And I love to play it, actually, because it's a great game. Oh, that's so nice. Thank you so much. Thank you so much, man. You gave us exposure, it had so much. Oh, man. Good thing I didn't pause right now. Hallo, hallo, lieber Wandersmann. Habt ihr in letzter Zeit schon einige Baden getroffen? Ich bin selber ein Bade. Also ein Bate. Ich bin eigentlich der größte Bade im ganzen Land. Für wahr. Horrido und Falala. Ich weiß genau, wie man perfekt die Menschen unterhält. Jeden, überall und jederzeit. Okay, ich habe die Kunst gemeistert, aber ich habe niemanden, mit dem ich mein Wissen teilen kann. Ich würde gerne einen neuen Baden mit auf den Weg der musikalischen Erleuchtung führen. Du siehst aus, als hättest du einen kreativen Kopf voll von Weisheit und Imagination. Wenn du doch nur ein Bade wärst, dann könnte ich dich unter meine Fittiche nehmen. Das ist schön. Jetzt die Illusion kaputt. Hey, hey. So. Wenn du einige talentierte Baden hier findest, bitte, man informiere mich umgehend. Habt ihr meinen nächsten Baden-Nachfolger? Was ist ihr Name? Was ist denn der Name? Tobinator. Ich mach Tobinator, komm. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Es klingt nicht wie ein wahrer Badenname. Finde jemanden anders, wenn du kannst.
Okay, wir müssen auf jeden Fall noch jemanden suchen, aber nicht jetzt. Hello, I'm a dev as well. We actually base Bronx backstory off of your origin story. Making guides for bards. Guides for bards? Oh, you mean from Meridian 59. Where back then I was a game master in the MMO. And bards were like lesser game masters and we did like manuals for the bards for the game. Oh, I see. So you really put some thought in it. Oh man, thank you. Thank you so much. Oh man, it's, I don't know what to say actually. I'm not good in these things. It's so sweet. Thanks so much. And with a real backstory. Holy shit. Thought, we're not used to that here. I beg to differ. But we have to get, we have to finish for today. It's nearly 6:30 over here. Nearly. Please get some sleep. Oh, I won't. That's okay. We are used to it, actually. Oh, voll geil. Das ist so lieb einfach. Das ist so lieb. Boah. Dass sie sich so Gedanken gemacht haben. Weil ich habe bei Meridian 59 damals, das war so ein MMO, eins der ersten MMOs überhaupt, da war ich Game Master, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und wir hatten dann so Barden, die waren quasi wie Mods im Spiel auf dem Server. Die haben halt so ein bisschen aufgepasst, lalala. Hier waren Game Master, Barden und dann die Spieler. Und ich habe dann so Guidelines geschrieben für die Barden und sowas. Unter anderem. Und da haben die sich echt Gedanken gemacht. Und das ist auch die Herkunft von Gronkh, weil Gronkh hat eigentlich angefangen mit Meridian 59. Damals. Nicht mit Let's Plays, sondern schon 10 Jahre davor. Voll krass. Das, voll schön. Nein, Minecraft kam viel später. Minecraft kam viel später. Ich bin seit 20 Jahren Gronkh und seit 10 Jahren mache ich Let's Plays. Voll der Nostalgie-Kid. Ja, wirklich. Aber dass die sich so eine Gedanken gemacht haben darum, das ist halt krass. Oh, das war echt schön. Das ist super schön. So. Aber jetzt... Oh, Funk, einen wunderschönen guten Morgen. Funk, guck mal. Guck mal, Funk. Guck mal, Funk. Guck mal. So. Habt ihr meinen nächsten... Habt ihr meinen nächsten Bart-Nachfolger? Wie könnte wohl ihr Name sein? Funk Royal. Na, ich weiß ja nicht. Der Name klingt sehr sexy, aber... Es klingt nicht genau wie ein echter Badenname. Finde jemand anders. Und hast du gesehen, da stand Prodigy. Kennst du Prodigy? Na 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 na. I'm the Fire Starter. Mystic Fire Starter. Na 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 na. Entschuldigung. Wir sind schon alle sehr müde hier und alle sehr durch. Okay. Gut. Flump. Wir lassen die Musik einfach mal an. Es war eine lange Nacht. Es war wirklich eine lange Nacht. Boah, das ist so lieb einfach. Das ist so lieb. Okay. Ich will. Nein. Ich hab grad Quit gemacht und dann natürlich wieder die KI. Nein. Ich verarsche dich nur, Erik. Du kannst jederzeit abhauen. Aber... Du musst wissen, ich werde dich so vermissen. Tschüss. Die Stille. Die Stille. Kurz mal wieder so Entspanntes rein. Oh, also wie gesagt, Buddy Simulator, ne, jetzt unabhängig von dem Bronkh gerade. Jetzt unabhängig von dem Bronkh, unterstützt Indie-Entwickler. Wenn es euch gefallen hat, und ich glaube, das hat es, sonst hättet ihr schon längst weggeschaltet, was für ein großartiges Spiel und wie geil das noch wurde, vom Text-Adventure zu diesem 2D-Game, zu diesem 3D-Game. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Gronkh, wir haben bei dir übernachtet. Was ist unser Beziehungsstatus als ganzer Chat mit dir? Beziehungsstatus ist Sex. Testen wir uns mal vor allein, Mann. Das ist eine gute Idee. Ich werde gleich hochgehen. Ich glaube, die Frau ist noch wach, wenn ich gerade gesehen habe. Es wurde gewishlistet, Meister. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und Funk, falls du noch da bist. Du musst es auch spielen. Buddy Simulator,
Ich weiß, du hast es, wenn Leute sagen, das ist bestimmt ein Spiel für dich. Aber Buddy Simulator, ich... Wirklich, wirklich. Wenn du das nicht gesehen hast, die bis jetzt, auf jeden Fall. Oh, wird gerade installiert. Funk, nice. Sehr gut.